Wie angekündigt, findest du in den nächsten Wochen die Videos hier in meiner Dienstagspause, die dann eben in mein Jahresprogramm für Zukunftsunternehmer und Unternehmerinnen rutschen. Und heute starte ich mit dem Video zur Begrüßung auf meiner Online-Akademie-Seite. Herzlich willkommen im Jahresprogramm der Akademie für Zukunftsunternehmer und Unternehmerinnen. Ja, hier auf dieser Seite findest du den Überblick direkt hier unter dem Video, die aktuellen Termine und oben in der Leiste, wie in jeder, auf jeder Webseite, die Menüführung. Und du siehst schon, dass es da zum einen eine Rubrik gibt für die monatlichen Fragen- und Antwort-Webinare mit mir, wo du mir alle Fragen dieser Welt stellen kannst und wo ich dir vielleicht auch welche stelle. Und dann auch die Rubrik für die Experten- und Expertinnen-Webinare zum Thema Unternehmensführung, die einmal im Monat stattfinden. Wir starten jeden Montagmorgen von 9:30 bis 10:30 mit deiner Ausrichtung auf die Woche. Was ist das, was im Moment für diese Woche für dich im Fokus steht? Und wie immer, wenn man sich in der Gruppe committet, geht es leichter und ist einfach verbindlicher. Natürlich kannst du mir da auch kurz eine Frage stellen. Da treffen wir uns live und in Farbe und ganz persönlich. Dann gibt es eben immer die Möglichkeit hier in der Gruppe. Bei Facebook gibt es einen Dienstagsimpuls in der Dienstagspause und es gibt einmal im Monat eine Coworking-Zeit, um den Monat zu beschließen. All diese Termine hier unter dem Video. Dann, wenn du neu bist in der Akademie, startest du mit den ersten 5 grundlegenden Themen und das sind auch in 5 Wochen, in 5 Wochen abgebildet, damit du nicht überfordert bist und gar nicht mehr weißt, wo anfangen, sind die anderen Inhalte dann erst ab Woche 6 für dich verfügbar. Und in Woche 1 geht es um das Thema Anerkennung. Und zwar, es gibt viele Menschen, die ein Leben lang dem nachjagen, Anerkennung zu kriegen, die sie in einer bestimmten Phase ihres Lebens nicht bekommen haben, nämlich in der Kindheit. Wenn du erwachsen bist, kannst du das für dich tun. Und ganz wichtig ist einfach mal anzuerkennen, was du schon alles hast, was du schon alles kannst, was du schon alles geschaffen hast. So, das ist in der ersten Woche das Thema und dafür gibt es auch ein kurzes Impulsvideo und dann eine genaue Anleitung, wie du das am besten machst. In der zweiten Woche geht es darum, nochmal hinzugucken, ganz detailliert, was sind deine Ressourcen? Was sind deine formalen Abschlüsse, deine informellen Abschlüsse? Was ist das, was du mitbringst, was du dir angeeignet hast? Vielleicht finanzielle Ressourcen, von deinem Team Ressourcen, die da sind, von an Ausstattung in deinem Geschäft. Was ist schon alles da? Und das hältst du auch fest, weil das ist dein ganz solides Fundament, von dem aus du jetzt den nächsten Schritt dann gehen wirst. Und da die Anerkennung wie die Ressourcen ist nochmal zu gucken, was ist denn mein Selbstwert? Was ist mein Selbstbewusstsein da so? Ja, dass das nicht eine Utopie ist, was du dir da vornimmst, dass das nicht im völlig haltlos irgendwo im luftleeren Raum entwickelt ist, sondern dass das ein solides, gutes Fundament hat. Die dritte Woche, da geht es darum zu gucken, was hält dich in einer hohen Energie? Und dann umgekehrt, was sind die Dinge, die dich runterziehen? Also da geht es so um die ersten Impulse in Richtung Energie und Emotionsmanagement. Ja, also eben wenn es nicht gelingt und garantiert im Business gelingt das eine oder andere nicht, dann können wir das meiden und dieses Thema nie mehr anpacken. Oder wir können eben gucken, das anders zu verpacken, anders zu einzusortieren und dann mit wieder in einer guten Energie weiterzumachen, weil das Leben leichter macht und die Ergebnisse deiner Arbeit besser. In der fünften Woche geht es dann darum, deine Vision zu entwickeln. Und eine Visionsentwicklung
Darum ist das Jahresprogramm auch auf ein Jahr angelegt. Das ist nicht etwas, was man mal so macht. Deine Vision ist so groß, wie du sie denken kannst. Und nur was du denken kannst, kannst du auch erreichen. Und vielen von uns wurden die Flügel gestutzt, so nach dem Motto, wer sich nach der Decke streckt, dem, ja, und so weiter. Oder Schuster, bleib bei deinen Leisten. Da geht es wirklich darum zu gucken, was ist es, was ich wirklich, wirklich will? Was ist das, was ich in die Welt bringen will? Also, und das in so einem ersten Lebensskript festzuhalten. Und die fünfte Woche ist dann, wie schaffe ich es, diese Dinge, die ich davor habe, auch umzusetzen? Wie gestalte ich mir meinen Tag, meine Woche, meinen Monat, damit ich auch dranbleibe und dass ich nicht durch die ständigen Unterbrechungen, die mich ermüden und die mir Kraft rauben, aufgebe. So, das sind die fünf grundlegenden Wochen. Diese Themen werden mit dem, im Lauf des Jahres immer noch mal vertieft, aber du hast die jetzt erstmal so als Grundlage, dass du weißt, zum einen, wie ich arbeite, wie wir hier gemeinsam arbeiten und eben auf was es ankommt. Soweit, Terminplan hier drunter. Du kannst den dir, wenn das ist ein Google-Kalender, du kannst den dir, glaube ich, auch mit deinem koppeln, je nachdem, mit welchem Tool du arbeitest. Wenn nicht, musst du es übertragen. Ja, hier sind alle Termine drin und die sind verbindlich und wir treffen uns und wo wir uns dann treffen, den Zoom-Link findest du auch hier unter dem Video. Ist immer derselbe Raum, immer da, ja, und da sind wir dann zu der entsprechenden Zeit beieinander. Ich freue mich, dass du da bist. Wir rocken das. Lass es dir gut gehen. Bis Montagmorgen, 9:30 Uhr. Alles Gute dir.